Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die besten Balanceboards aus drei verschiedenen Preisklassen. Ein sogenanntes Balance- oder Balanceboard ist eine wunderbare Möglichkeit, seine Standfestigkeit und eben Balance zu trainieren. Drei verschiedene Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen möchten wir euch heute mal vorstellen. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss des Videos dran, um eine perfekte Kaufentscheidung für euch treffen zu können. Bevor es richtig losgeht, auch noch einmal der Hinweis, alle drei Balanceboards findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr noch weitere Infos zu einem der Modelle erfahren oder eines der Boards auch direkt bestellen wollt. Lasst uns nun aber mit dem eigentlichen Vergleich und auch schon dem Einsteigermodell dieses Videos starten. Vorstellen möchten wir euch hier das Balanceboard von Bolt 38. Bei diesem Modell handelt es sich quasi um ein Premium-Echtholzbrett mit Korkbeschichtung. Geliefert wird das Board zusammen mit einer großen Korkrolle, auf der man dann mit dem Holzboard balancieren kann. Durch den praktischen Stopper, der auf verschiedenen Stufen an der Unterseite eingestellt werden kann, bekommt man hier auch eine wunderbare Balancierhilfe. Durch diesen kann das Modell quasi nicht über diesen Stopper hinausrollen, was einem vor allem am Anfang beim Balancieren sehr helfen kann. Durch die verschiedenen Löcher kann man den Stopper an die eigene Balancierfähigkeit jederzeit anpassen. Einfach die beiden Stopper entsprechend versetzen und schon kann man sich einer neuen Herausforderung stellen. Dieser simple Aufbau des Balanceboards und auch die relativ kompakten Abmessungen von 74 x 29,5 cm machen das Modell besonders handlich und sorgen dafür, dass man es auch ganz einfach unterwegs oder beispielsweise im Urlaub verwenden kann. Das Bolt 38 Balanceboard bietet also einen sehr simplen, aber sehr effektiven Aufbau, mit dem man sein Gleichgewicht überall trainieren kann. Dabei kommt das Modell auch noch mit kostenlosen Videokursen des Herstellers, welche einen viele Anleitungen und Tipps zur Benutzung des Balanceboards bieten. Auch gibt es eine 12 Monate Herstellergarantie auf dieses Board hinzu und wenn ihr es nun über den ersten Link in der Videobeschreibung bestellen wollt, könnt ihr aktuell auch noch einen 5% Rabattcoupon an der Kasse einlösen, sodass ihr hier auch noch etwas Geld sparen könnt. Bleibt aber auch unbedingt noch dran, denn zwei weitere Modelle von zwei weiteren Herstellern möchten wir euch ja wie gesagt noch vorstellen. Aus der Mittelklasse den Bestseller im Vergleich. Es handelt sich um das Balanceboard PlankPad Pro. Das Modell vom Hersteller PlankPad ist weitaus mehr als nur ein einfaches Balanceboard. Bevor wir die Funktionen ansprechen, die das Modell so besonders machen, kommen wir erst einmal zum grundlegenden Aufbau und zur Qualität. Bei dem Modell handelt es sich um eine sehr stabile Echtholzplatte aus hochwertigem Ahornholz und mit Walnuss-Finish, welches eine weiche und rutschfeste Oberfläche besitzt. Balancieren kann man hier von links nach rechts über die gewölbte Unterkonstruktion, an der sich auch gleichzeitig der Tragegriff befindet. Das Besondere an dem PlankPad Pro ist aber das interaktive Ganzkörpertraining, welches hier in Kombination mit verschiedenen Spielen und Trainingsprogrammen über die App absolviert werden kann. Das stabile Balanceboard, welches für Belastungen bis 180 kg zugelassen ist, wird gleich mit einer App geliefert, welche wie gesagt Workouts mit spannenden Spielen und Herausforderungen koppelt. So macht das Training absolut Spaß, da man hier immer neue Spiele und Herausforderungen annehmen kann. Dabei wird das Smartphone oder auch Tablet beim Training auf dem Balanceboard platziert. Durch die Schwenkung bzw. die Links- und Rechtsbewegung merkt das Handy dann bzw. die App, in welche Richtung man sich bewegt. Und über diese Synchronisation werden eben hier auch diese Spiele möglich, durch die der eigene Körper quasi zum Controller wird und die eigenen Bewegungen dann die Spiele steuern. Die Plank-Übungen, die man hier damit ausführen kann, werden also weitaus dynamischer, integrieren mehr Muskelgruppen und lenken von der Anstrengung des Trainings ab. Ein sehr interessantes Modell, zudem kann die App auch wahlweise über den Smart TV verbunden werden, womit man hier einen starken Spaß für die ganze Familie bekommt. Also mit dem PlankPad Pro gibt es sehr viele verschiedene Übungsmöglichkeiten. Das Modell ist hier aber auch nicht nur aufs Planken begrenzt, sondern man kann auch im Stehen mit dem Modell eine Menge Spaß haben und effektive Workouts abhalten. Wenn ihr euch nur noch weiter zu diesem beliebten Balanceboard aus der Mittelklasse informieren wollt, könnt ihr das nun über den zweiten Link in der Beschreibung tun. Dort erfahrt ihr alles weitere zu diesem Balanceboard und könnt auch dieses über den Link bestellen. Auch zum PlankPad gibt es aktuell einen Rabattcoupon. 20% könnt ihr hier aktuell an der Kasse einlösen und nochmal beim Kauf dieses Modells sparen. Bleibt aber auch gerne dran, denn als drittes und letztes möchten wir euch nun noch das Premium-Modell im Vergleich vorstellen und hier handelt es sich um die Togu Challenge Disc 2.0. Sie funktioniert ganz ähnlich wie das eben vorgestellte PlankPad-Modell, da sie eine Synchronisation über die dazugehörige App besitzt.
Dabei überzeugt die Togo Challenge Disc aber durch ein, zwei relevante Unterschiede. Erst einmal handelt es sich ja hier um ein rundes Balance Board. Das Balancieren ist also nicht nur nach links und rechts möglich, wie bei den beiden zuerst vorgestellten Modellen, sondern durch die 360-Grad-Konstruktion eben auch in alle Richtungen, also nach vorne, nach hinten und auch schräg nach vorne oder hinten. Wenn man auf diesem Modell steht oder auch plankt, wird somit der ganze Körper trainiert, nicht nur die Bauch- und Gesäßmuskeln, sondern auch der Rücken und sogar auch die Beine. Vor allem werden auch Wirbelsäule und Gelenke gestärkt und die Beweglichkeit hier verbessert. Denn auch beim Togo Challenge Disc kommt hier eine spannende App dazu. Hier bekommt man nicht nur mehrere Trainingsprogramme angezeigt, sondern vor allem kann man seine Workouts hier durch die unzähligen Spiele auch sehr angenehm gestalten. Der zweite große Unterschied, durch den die Challenge Disc überzeugt, ist der eingebaute Sensor. Hier muss man also das Smartphone nicht auf der Challenge Disc liegen lassen, sodass diese die Sensorik übernimmt, sondern das Modell hat schon eingebaute Messgeräte, welche sich automatisch per Bluetooth mit der App koppeln lassen. Dadurch bekommt man hier in Echtzeit ein sehr genaues Ergebnis, in welcher Lage sich die Challenge Disc aktuell befindet. Und so kann man auch mit diesem Modell seinen eigenen Körper zum Controller machen und hier viele spannende Spiele und Workouts für Einsteiger bis Fortgeschrittene absolvieren. Die Challenge Disc ist also quasi nochmal das Upgrade zur eben vorgestellten PlankPad Pro. Und wenn ihr euch vor allem für so ein starkes Modell interessiert, welches auch von Sportmedizinern entwickelt wurde und sogar auch im Profisport Einsatz findet, dann könnt ihr euch nun über den dritten Link in der Beschreibung weiter zum Modell informieren und auch dieses Balance Board dort sofort zu euch nach Hause bestellen.